Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Parables. Ich habe jetzt in den ersten zwei Folgen schon ein bisschen vorgeschnuppert in das Spiel. Also dementsprechend, wir haben zusammen ja vorgeschnuppert. Ich habe aber etwas ganz Wichtiges vergessen. Ich habe mir versucht, das noch vor der ersten Folge zu merken, aber dann durch den Flash und alles, beziehungsweise durch die mega Vorfreude, dass ich dieses Spiel wieder spielen darf, habe ich es einfach vergessen. Es tut mir leid. Moment, diese Freske von der Meeresgöttin wirkt, als ob sie sich schon seit Ewigkeiten hier befindet. Haben wir nämlich uns letzte Folge nicht angeguckt. Weiß ich, da es eine Aufnahmesession ist. Ich war jetzt nur ganz kurz für kleine Mädchen, mir die Nase pudern. Ich wollte nämlich noch einen Let's Player, also eigentlich würde ich gerne mal so eine Liste machen von den Let's Playern, wo ich Let's Plays empfehlen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie groß gravierend und nie mega viel. Also meine Lieblinge kennt er ja, die habe ich ja schon öfters erwähnt. Besonders da der liebe Funk Royal ja mittlerweile schon wieder was Neues macht. Und Kronk kennt eh alle, muss ich keine Werbung machen. Habe ich eh schon ein paar Mal Schleichwerbung betrieben. Aber ich möchte jemandem danken. Nämlich, wenn ich mich jetzt... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich den Namen nicht falsch vorlese, habe ich es mir aufgeschrieben. Eine Sekunde bitte, die Lieben. Lufia Evolution 666. Ich möchte diesem Herrn danken, denn er guckt meine Wimmelbild-Folgen, meine Let's Plays und, ach, was gehe ich jetzt raus? Ich wollte das Buch hinlegen. Und ich danke ihm sehr, dass er mich tatkräftig unterstützt und mich ermutigt, weiterzumachen, denn anfangs sah das ja mit den... Ein geheimer Gang. Am Anfang sah es nämlich nicht so aus, als wenn das jetzt groß beliebt ist. Ich habe es eigentlich aus Just for Fun angefangen gehabt. Ja, aber es läuft und er meint auch, es ist gut. Dafür danke ich ihm. Wiederum muss ich auch ein dickes, fettes Danke aussprechen für 30 Abonnenten. Da ich vorhabe, die Folgen jetzt demnächst alle hochzuladen, hoffe ich, dass ihr das jetzt noch hört. Wenn ich nicht so mega viel dazu gekriegt habe, wird bestimmt nicht so sein. Was haben wir hier? Moment. Wie alt ist dieser Brief? Mein König, dieser Krieg hat schon zu viel Leben gekostet. Kokino ist sehr stark, aber du wirst die Kraft haben, sie zu stoppen. Rufe die Meeresgöttin herbei und bediene dich ihrer Macht gegen das Rote Königreich. Sie wird dich auf ewig beschützen. Dein treuer ergebener Diener, Kanzler Cassissus. Was auch immer, ich kann so einen fremdländischen Namen immer nicht lesen. So eine Vase. Jedenfalls, ich danke für die Abonnenten, ich danke für die tatkräftige Unterstützung. Und ich werde mal irgendwann so eine kleine Extra-Aufnahme machen, wo ich ein bisschen was so erzähle, pipapo, ein bisschen was erkläre, ein paar dicke Dankes ausspreche und alles. Also macht euch nicht draus, ihr werdet noch in weiteren Videos alle erwähnt, die ich gerne gucke. Dann wisst ihr auch mal, dass ich euch gucke. Entweder spielen meine Augen verrückt oder ich befinde mich tatsächlich unter Wasser. Es sieht so aus, ne? Was haben wir hier? Dieses Schloss sieht irgendwie komisch aus. Passt sogar cool. Aber natürlich öffnet sich nur die eine Seite. Eine Meerjungfrau. Der Schlüssel lässt sich sicherlich schnell finden. Ja. Kopf des einer Marmorstatue. Almas. Was? Aalmarke. Schmelzvase und Wasserpendant. Alles klar. Also die Vase kommt hier hin. Bestimmt auf das rote Feuerdings da. So, jetzt fehlt uns da noch eine grüne. Das Aaldings da kommt hier rein. Auch alles schön mit Edelsteinen natürlich verziert. Du hast die königliche Gruft erschlossen. Königliche Gruft? Woher weiß der das? Wer ist das? Nehmen wir die nächste Vase gleich. Wir haben übrigens den Mond vergessen gehabt, ne? Ihr Lieben, wir hatten den Mond in der im anderen Raum vergessen. Jetzt halte ich hier danach, da ist er. Ich flitze auch ganz schnell zurück und gehe mal gucken, ob ich den gleich finde. Können wir die Vase gleich auf dem Rückweg hier lassen? Da ist er. Ich will nämlich die Dinger echt alle finden. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich auch alle mitnehme. Wir lassen die Vasen gleich mal hier. Okay. Wandbildinschrift und Blitzemblem. Das Blitzemblem hat doch hier irgendwo gepasst, oder?
War das direkt hier auf dem Tisch? Nee. Da oben. Da war das Blitzemblem. Sieht aus wie Thors Hammer hier. Einige der Bücher fehlen. Wieder Bücher. Schlüsselteil. Was ist das? Teil der Palast... Achso, ein Teil vom Palastemblem. Ich dachte, es wäre ein Teil vom Schlüssel. Na gut, gehen wir erstmal hier wieder runter. Wir haben den Mond. Wir haben ein bisschen was extra gerade gemacht. Die Gruft ist für einen König angemessen. Wir haben den Kopf und eine Hand. Alexandros ist das. Aha. Uns fehlt leider noch die andere Hand. Die haben wir noch nicht. Oh, was haben wir jetzt hier hinten mit den Leuchtedingern? So, und jetzt? Ah, ist ja cool. Rest. I cannot rest. My wrongdoings bind me here. Leave while you still can. Auch erstmal hallo? Ein Geist, der weiß, dass er etwas falsch gemacht hat und dessen Seele nicht ruhen kann. Ich frag mich, warum. Was haben wir? Schlüsselteil? Achso, jetzt können wir den zusammensetzen. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich den Meerjungfrauenschlüssel. Vermute ich mal, dass es der ist. Ja, ist es. Die andere Hand und eine Froschfigur. Gehört die Froschfigur nicht eigentlich bei den Parabeln rein? Mussten wir dort nicht auch irgendwie einen Frosch irgendwie finden? Irgendwie? Boah, puh, staubig. Es ist leer. Aber was ist mit dem König passiert? Wo könnte er sein? Na toll. Bitte keine Kugeln schieben. Erreicht das markierte Feld mit einer begrenzten Anzahl von Zügen. Sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären und du erhältst zusätzlich... Ach du Heiliger. Ich erinnere mich, das war doof. Auf die Dinger durften wir nicht kommen, die ziehen uns was ab, glaube ich. War das so? So, einmal alles ein bisschen logisch betrachtet und man versteht's. Und wenn ich gleich nach oben gehe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Man soll es nicht so umständlich machen. Also diese Rätsel finde ich kacke. Sage ich, wie es ist. Ich finde die kacke. Ich finde generell so eine Rätsel kacke. So, haben wir irgendwas, was wir jetzt noch hier erledigen? Kapitänsschiffs. Egal. Die Sphäre setzen wir der Dame ein. This is it. The way to the sunken kingdom. You found it. Ja. Hey, hey! Boah, Alter! Komm zurück, Knirps! Oder wer auch immer, ich weiß ja nicht. Wie alt sind wir eigentlich mittlerweile? Spielen wir nicht eigentlich... Fällt mir gerade so auf, spielen wir nicht immer noch ein und denselben Detective? Also die Detective-Dame, weil ich ja Mädel bin. Mensch, sind wir alt. Hier war wirklich ein geheimer Weg. Ich werde endlich das altertümliche Prassino zu sehen bekommen. Unglaublich. Absolut. Ein Vater mit 5 Töchtern. Es sieht aus wie das Foto der Königsfamilie. Was? 5 Töchter? 1, 2... Ach, da unten ist noch eine. Ich habe jetzt bloß die Köpfe hier oben gezählt, aber hier unten ist ja auch noch eine. Sieht aus, als ob die Königin krank war und der König sie gepflegt hat. Oh, das ist natürlich traurig. Können wir das Zepter hier reinstecken? Können wir sogar, cool. Okay, was haben wir auf der anderen Seite? Ein Stein, den wir finden können. Da fehlt ein Dampfschiff. Moment mal. Kapitänsschiff. Können wir hier die...
Ach, wir können hier die Flaschen ein. Alles klar. Meeressehensphäre, Froschfigur. Okay, wir haben aber bloß das eine Schiffchen. Was ist das? Können wir das? Nein? Was? Ich will gar nicht, noch gar nicht vor. Wir gehen erstmal da lang. Ich will ehrlich gesagt gar nicht. Nein, stopp! Halt! Zurück! 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 Müssen wir hier nicht auch noch einen Mond finden? Da! Mensch! Sabalot! Jetzt haben wir einen. So, jetzt hier. Simmelbit. Haben wir hier? Das Wasser sieht frisch genug zum Trinken aus. Also Wasser haben wir genug zum Trinken. Da haben sich mir die Haare aufgestellt. Ich frage mich, was das bedeutet. Ich kann die Sprache nicht erkennen, aber das sieht wirklich ominös aus. Wir können aber die Muschelhornspiegel. Muschelspiegel. Okay. Was ist das? Da können wir noch ein Kristallchen mitnehmen. Ein Kristallpendant. Okay, was haben wir hier? Wenn ich diesen Fels bewegen will, brauche ich wirklich irgendein Werkzeug. Haben wir noch nicht? Dieses Porträt sieht komischerweise bekannt aus. Das ist natürlich Froschkönig. Kennt ja nun jeder. Ich muss Juwelen in genau diesen Formen suchen. Die vergoldeten Fassungen. Haben wir noch keins? Aber gut. Jetzt suchen wir erstmal hier unten ein bisschen rum. Herzförmiges Juwel. Haben wir natürlich gleich das Herz gefunden. Die Hörner der Dame sahen nicht so dazugehörig aus. Gestein, das und das Blümchen. Der Anker sieht hier irgendwie auch nicht eigentlich dazugehörig aus, aber er gehört dazu. Lustig. So ein bisschen das Goldzeug hier wegsuchen. Naja, das Film, das Film. Naja. Kannst du mir gerade gestohlen bleiben, Auszeichnung. Was haben wir denn jetzt noch? Ein Schild? Den Speer vielleicht? Nein. Ein Oberkörper ist das. Und ein Schild haben wir da oben. Und das herzförmige Juwel haben wir zusammen. Das Juwel ist recht klein dafür, dass das den Namen ausschlaggebend für den Namen ist. Es kann übrigens auch sein, dass ich gerade den Katzchen ein wenig ver... Da haben wir das Mündlein. Dass ich die Katzchen ein wenig vergeige, deswegen kann es passieren, dass ich dann einfach plötzlich irgendwann weg bin und dann die neue Folge schon startet. So, das hat man schon. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Was ist denn hier jetzt? Oh. Wow. Das Ding hat einen Mann verschluckt. Im Ganzen. Ich möchte lieber nicht von jemandem aufgefuttert werden. Na super. Ein Foto von Pinocchio. Der Fremde hat es fallen gelassen. Könnte er etwa... Ja. Ja, ich glaube es langsam. Aber wir können es nicht mitnehmen. Gut. Können wir nicht mitnehmen. Können wir ihn nicht wiederbringen. Was ist denn jetzt hier passiert? Es scheint so... Als ob ich mich auf dem Meeresboden befinde. Aber es ist trocken hier. Was ist denn das für ein Zauber? Achso, ja. Da brauchen wir dann die Muscheln. Ich habe erst leider 2. Da ist der Mond. Wir haben schon 12. Sehr erfolgreich. Hier muss ein Schild rein. Den haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Das ist sicherlich ein Fisch. Art, die sich in der Nahrungskette recht oben befinden. Ach so, das sind Fische. Fische haben wir hier keine, ne? Nö. Keine Fische, aber ich habe schon gesehen, hier können wir rein. Das kennen wir nämlich schon. Kristall und Frosch. Dieses Märchen kommt mir sehr bekannt vor. Prinzessin Naidas Zimmer. Prinzessin Naida. Ich sehe gleich den Mond hier drüben. Noch eine Flasche. Was für ein wunderschönes, goldenes Wandbild. Bei diesem Wandbild scheint eine Plakette oder ähnliches zu fehlen. Okay. Das scheint eine private Korrespondenz zwischen Prinz James und der Prinzessin zu sein. Auf diesem Deckel befindet sich ein Einhorn ohne Horn.
Ich habe diese Statue schon einmal gesehen, weit entfernt von hier. Neugierig? Es sind diese schönen Anspielungen, die es überall gibt. Es fehlen ein paar insektenförmige Marken. Es sieht wie ein Gemälde von dem Schloss aus. Hier passt das Herzteil rein. Schön. Kommen wir voran. So bedingt. Also, eine Prinzessin. Ich muss etwas finden, womit ich diesen Schrank öffnen kann. Also, hier hat eine Prinzessin gehaust, wie wir nun sehen. Und sie hatte mit dem Froschkönig Kontakt. Ich finde das sehr interessant. Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall haben wir alle Muscheln zusammen. Das war jetzt eigentlich bloß das Ganze. Hornmuschel. Die Muschel. So.